Schauen wir mal, ob wir was finden. So, der Wind geht auch wieder brutal. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Ja, für die Himbeerstauern sozusagen haben wir jetzt neue Stempel hergeschnitten, weil die haben schon fahrlich, die Feuchtern, die wir drin haben, haben schon fahrlich. Ja, da haben wir jetzt mal Esche genommen, also Esche. Manche sagen, Esche ist für den Außenbereich für sowas nicht geeignet, manche sagen, ja, super geeignet, weil es ein Hartholz. Ja, ich probiere es jetzt einfach einmal aus. Mehr wie hier werden kann es nicht, sagen wir bei uns da nicht. Jawohl. Jawohl, jetzt haben wir für die Himbeeren und für die Stachelbeeren der ist schon Stempel eingehaut zum Hauptbinden. Ja, ja, schauen wir mal, ob es was wird. Ja, ob es was wird. Und jetzt fahren wir zum Hackhafer, sollte ich zeigen. Schnitzelhafer. Weiter geht's. Jawohl. Da habe ich jetzt meine Pumpen angewaschen. Pumpe Nummer 1. 300 Watt. Pumpe Nummer 2, 250 Watt.
Die sind, habe ich rausgemacht aus dem alten Kläranlage. Ja, wir haben ein Kläranlage auch. Und da habe ich die rausgebaut, rausgebaut. Mit denen habe ich vor, dass man die ganze Gartenbewässerung macht. Weil wir haben ja zwei Weihern, einen Haufen Wasser. Und da ist die ganze Gartenbewässerung natürlich lukrativ, weil dann braucht man kein Leitungswasser. Und ein abgestandenes Wasser ist immer besser für Pflanzen, wie eins aus der Leitung. Sagen sie zumindest. Ja, da werde ich die Pumpen mit einer Photovoltaikplatte mit einem Modul irgendwie verbinden, dass das Ganze mit Sonnenenergie läuft. Und wenn Sonne da, dann gießen. Dann zieht die Pumpen Wasser vom Weiher und pumpt es dann auf die Felder raus, sozusagen. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Momentan sind bloß Pumpen da. Da brauche ich nur ein bisschen Material. Ja. Da möchte ich gerne einen Gartenschlauch oder irgendwie sowas halt hängen, so was Elastisches sozusagen. Ein Viertel Zoll. Ja, wenn ihr wisst, wenn ihr eine Idee habt, so, wie man das macht, da, wie man da was hinhängen kann auf das Gewind, dass das dann ein elastischer Schlauch ist. Wie gesagt, ein Viertel Zoll. Wenn ihr was wisst, wie man sowas macht, schreibt es gerne mal unten rein, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid. Ja, ich habe im Garten jede Menge Unkraut. Das schaue ich jetzt mal, dass ich rausbringe. Ist eine Heidenarbeit, aber super Wetter. Super Arbeit für super Wetter sozusagen. Schauen wir mal, ob wir die Schubkern vollbringen. Löwenzahn. Die haben eine Mordswurzel. Oh, bring ihn nicht raus. Naja. Bienenschleiche, der schnappt. Das verstehe ich nicht. Massig, Unkraut und groß und zeich. Wahnsinn. Ich verstehe nicht, was das Unkraut eigentlich für einen Sinn hat. Das heißt ja Unkraut. Unk.
Kraut. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Ja, Hund, genau. Du sagst, du redest auch mit Hund. Hat keinen Sinn. Unkraut. Das hat keinen Zweck. Meinetwegen können wir es anschaffen, oder? Was meint ihr? Habt ihr gewusst, warum das Unkraut heißt? Für welchen Zweck vor allen Dingen Unkraut da ist? Schreibt es gerne unten einmal rein in die Kommentare. Puh, ein Haufen Arbeit da, leck mich mal stehen. Das Einzige, was da ist, ja, genau, red mit Hund. Der sagt auch, Unkraut ist nicht gut, nein, das muss ich Gott sei Dank nicht ausreißen. Braucht der Depper drauf. Genau, ein Haufen Arbeit bringt es, oder? Was meint ihr? Unkraut. Ne? Also, muss ich mich direkt hinhocken, weil das kannst du fast nicht mehr. Das bringt einen Haufen Arbeit. Ein Haufen Arbeit und eigentlich am Ende des Tages weißt du nicht, warum es eigentlich da ist. Ne? Warum ist es eigentlich da? Das Einzige, was da raubt, ist Zeit und Nerven. Ja. Wenn euch solche Videos gefallen und wenn ich mich nur ein bisschen anhunzen soll, mit dem Unkraut rupfen, dann abonniert gerne den Kanal, das würde mich freuen. Bewertet die Videos positiv, weil dann kann es auch mal sein, dass der Weißbierbrauer, Kuchelbauer vor Amspech drin das Video mal sieht und mir ein halbes spendiert aufs Unkraut rupfen. Weil mich tischt es nämlich. Das war brutal. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Der Raff aus dem Grom Valley. Jawohl, aus dem Grom Valley. Bitte euch. Habe die Ehre.